lesen. Aus dem Lobgesang des Übergangs, viele Sünder wandern umher und fürchten, dass sie auf ewig verloren sind. Doch wer glaubt und bereut, ungerührt von der Finsternis der Welt, wer weder prahlt noch Häme zeigt angesichts des Unglücks der Schwachen, sondern sich erfreut an des Bauers Gesetz und Schöpfung, dem wird der Segen des Erbauers Frieden bringen. Lobgesang des Übergangs 10.01. So, ist hier jemand? Kann ich noch. Ja, leider hat hier auch wieder mal eine Aufnahme davor zerrissen. Also wurde nicht richtig aufgenommen. Da hat mir der Ton gefehlt. Deswegen musste ich jetzt hier einen kleinen Sprung machen. Ich hoffe, das macht euch jetzt nicht so viel aus. Ansonsten denke ich mal, es wird jetzt hoffentlich normal weitergehen. Sieht gut aus. Hier. Tagebuch eines grauen Wächters. Langsam bin ich überzeugt, dass er längst fort ist, falls er jemals hier war. Dennoch dürfen wir nicht aufgeben, nur weil wir zu träge sind. Er war schließlich einer der unseren besten Krieger. Wenn sich jemand verstecken kann, dann er. Einer der Fischer kann sehr gut mit dem Speer umgehen und hat Schultern wie ein Ochse, weil er den ganzen Tag Netze herauswirft. Er hat gefragt, ob er den grauen Wächtern beitreten kann. Unter anderen Umständen hätte ich mich über einen fähigen Freiwilligen sehr gefreut, aber jetzt? Meine Befehle sagen nichts zum Thema Rekrutierung, nicht einmal bei der aktuellen Lage. Aber vielleicht gerade deshalb. Er sieht zudem gut aus und möchte ganz klar mehr über die Dänisch wissen. Die dunkle Brut ist lauter als zunächst gedacht. Das ständige Fusseln im Hinterkopf macht es schwierig. Sie sind so deutlich zu spüren wie sonst, aber sie sind nah an der Oberfläche. Vielleicht sind Banditen nicht das Schlimmste, was diesen braven Leuten bevorsteht. Sieht aus, als wären mehrere Wächter gemeinsam unterwegs. Das scheint mir auch so. Hier ist eine Sehenswürdigkeit, die können wir uns gleich einverleiben. Was machen wir jetzt wo? Hier wird die Lüge hinauf. Was ist hier? Unsere Tränke gerade. Können wir auch gleich schon erstmal skillen. Das ist natürlich ein prima Einstieg und eine neue Folge. Aber das muss erstmal sein. So, der eiserne Bulle. Der eiserne Bulle kämpft mit einem Beehänder. So, was haben wir in Konterhaltung? Leichte Beute, mächtiger Schlagverbrauch, weniger Ausdauer. Was haben wir hier? Knaufschlag. Ich glaube, bei dem machen wir auch mal so durch. Kampfrhythmus. Jeder Treffer verkürzt die Regenerationsfähigkeit deiner Fähigkeit und verschafft dir somit einen entscheidenden Vorteil, um deinem Gegner den Rest zu geben. Aber das klingt ganz gut. Wenden wir an. So, dann gehen wir hier zurück. Und ich glaube, Cassandra hat auch noch ein bisschen was. Genau. Bei Cassandra wird es ein bisschen knifflig immer. Aber die könnten wir eigentlich auch, geben wir ihr mal Wirbelwind plus 1, so. Dann können wir, glaube ich, alle auf
Können wir noch schauen, ob die noch ein bisschen was Neues tragen können. Natürlich nicht. Hohohoho. Ey, der Schurke, der hat Waffen ohne Ende. 208 SPS, das ist abartig. Und hier, er kann nichts tragen. Stufe 9, Stufe 9, Stufe 9. Was ist Stufe 9? Das ist. Es ist irgendwie. Also die Items, das kotzt mich so ein bisschen an. Warum blinkt er hier? Ja, Items ist so ein bisschen scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich eier jetzt schon eine ganze Zeit lang herum mit diesen Mini-Waffen und du kannst nichts tragen. Das ist. Wäre zu geil. Also, was hier an Waffen rumliegt und keine Möglichkeit ist zu tragen. Kann man vielleicht eine Rüstung tragen? Nein, auch nicht. Also, es ist. Ein bisschen traurig. Gut, so. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Und suchen die nächsten Details für die grauen Wächter. Wobei an den sich ewig schwingenden Löwen. Ich weiß nicht, ob er hier überhaupt längs kommt. Gut. Bewegt sich aber nicht so frei. Das ist ein bisschen störrig. Ich glaube, ich stelle auch gleich um auf Gameplay-Schere. Hier geht es ein bisschen Kiste. Klicks daneben. Dann nehmen wir es wieder an. Das ist zum Teil extrem nervig. So, ich bin mal gespannt, ob die überhaupt. Ja, sammeln, sammeln, sammeln. Und ob ich jetzt schon komplett verkehrt laufe. Und es regnet, und es regnet, und es regnet. Das hört nicht auf. Türmen sich Wellenberge auf. Sieht schon dramatisch, fast schon dramatisch aus, aber. Da müsste eigentlich ein bisschen mehr Action kommen. Aber ich will das jetzt nicht schmälern, das interessiert jetzt nicht alles. So, ich glaube, ich gehe mal hier hoch. Ich muss mal zurück, weil ich ein bisschen mehr. Könnte natürlich auch komplett verkehrt laufen. Weg so riesen über den Weg. Nein, können wir schauen. Eigentlich müsste der Drache ja noch existieren. Hat doch nicht ständig hängen. Dies könnte ein geeigneter Ort für ein Lager sein. So, schauen wir mal auf die Karte, dann haben wir hier das Lager. Und dann werden wir jetzt hier dann auch mal hier hin. Ja, tut mir leid. Jetzt muss ich nur die Stunde auf den Berg drauf. Die Frage, wie man darauf kommt. Ich denke mal hier.
Hammerstein, den nehmen wir uns auch noch mit. So. Da spielen die. Das sieht auch cool aus. So, bin gespannt. Gleich mit. Scheiße, nicht geschafft. So, wir laufen erstmal hier links. Wir sollten uns hier ein wenig umsehen. Tagebuch eines grauen Wächters. Immer noch keine Spur von ihm, obwohl ich die dunkle Brut im Boden unter uns schon spüren kann. Wartet er vielleicht in ihrer Nähe und bereitet sich auf einen ehrenvollen Tod vor? Ich bezweifle es zwar, aber bisher unsere einzige Spur. Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, scheint mir unser Vorhaben langsam ein sinnloses Unterfangen zu sein. Wir haben gesehen, wie Banditen die Fischer bedrängt haben und sind eingeschritten. Die Fischer haben es uns gedankt, obgleich ich befürchte, dass die Banditen in größerer Zahl bis zurückkehren werden und wir werden nicht immer zur Stelle sein, um zu helfen. Zumindest sind die Leute sicher, solange wir hier sind. Träume kommen weiterhin jede Nacht und wir können kaum noch schlafen. Aber wir müssen standhaft bleiben. Hoffentlich haben die anderen bis zu unserer Rückkehr eine Lösung gefunden. Bis dahin singe ich für mich selbst das Lied vom Androiden, um einen möglichst klaren Kopf zu behalten. Das war ein Lager der Wächter. Gleich mit Plündern, verteidige Nahkampf, hört sich so schnell. So, mach gut. So. Müll. Dann müssen wir in die nächste Richtung. Da. Tagebuch eines grauen Wächters. Wir haben das Gebiet abgesucht, aber noch nichts gefunden. Wenn er hier war, dann schon vor längerer Zeit. Die Fischer waren hier sehr freundlich. Sie erinnern sich immer noch daran, wie die grauen Wächter während der letzten Verderbnis für Ferelden gekämpft haben. Und obwohl sie nur wenig hatten, haben sie ihren Fang mit uns geteilt und das beste Mahl der letzten Woche zubereitet. Als sie sahen, dass ich die anderen Wächter befehlige, haben sie mir sogar gehorcht. Und es gibt selbst in Verelden nur wenige, die beim Anblick eines Elfen, der Menschen kommandiert, mich stutzen. Wirklich freundliche Leute. Ich hoffe, sie finden nach allem, was das Land in den letzten Jahren durchmachen musste, ein wenig Frieden. Die Wächter müssen weitergezogen sein. Aber wo sind sie hin, frage ich mich. Sie suchen nach jemandem. Aber sie können die Bresche ja wohl kaum ignorieren. Man kann nie wissen. Wen auch immer die Wächter suchen, er hat sie von hier fortgeführt. Tja, ist eine gute Frage. Ich will schon mal auf die Postkarte schauen. Aber hier tritt sich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Hier ist nur noch ein Riss. Ein bisschen Hausputz angesagt.
Ja. Ich schaue mich, glaube ich, mal einfach ein bisschen an. Das ist natürlich auch ein schöner Ausblick hier, der aber nicht viel sagt. Ich bislang nicht weiß, wo ich hingehen könnte. Zurück ins Lager. Könnte ich, aber will ich jetzt nicht unbedingt. Gehen wir da, wo die runden Punkte sind. Das kann ja wohl nicht ganz verkehrt sein. Das sind bestimmt diese Hunde oder so. Ach, Bären. Okay, dann machen wir den Bären einfach nieder, wenn er schon kommt. In allen Fällen. Hier, guck mal, wer läuft denn da rum? Das ist mal die Abstimmung. Okay. Können wir den. Jetzt haben wir die Nase voll. So. Ja, komm, jetzt flinder ihn noch. Ich nehme echt gleich Hilfe, das ist so ätzend.
So, wäre schön, wenn der Freunde auch was Interessantes dabei hätte. Ein leuchtender Schlüssel. Benutze den Schlüssel, um die Hütte zu öffnen. Hm, welche Hütte? Wir gehen erstmal in unser Lager zurück. Ist natürlich die Frage, wo ist diese Hütte? Ich denke mal, hier wird sie sein. So, bevor wir jetzt hier kurz weitermachen, ich werde jetzt mal wechseln auf Gelbert stellen, weil mir ist es gerade etwas zuwider. Wir sehen uns dann in ein paar Sekunden. Man nennt es das Wache Meer, weil hier angeblich der Zaun so, des Erbauers. So, willkommen zurück und diesmal mit Gamepad-Steuerung. Das macht auch gleich. Ach, wieder einen schöneren Eindruck. Ich weiß nicht, also mit Maussteuerung. Man hat zwar ein bisschen Zoom, aber. Gamepad liegt einfach schön in der Hand. Naja. Ein Affront. So, wir schauen mal auf die Map, wo wir überhaupt hin müssen. Bis hier unten. Müssen neu starten. Ich glaube, wir gehen erstmal ins Lager, springen von da aus weiter und laufen dann nach oben. So, ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt hin? Also, so Bilder einzeln. Okay. Versuchen wir mal schnell zu machen. Mal schnell. So, Schild 1. Ja, wo sind die nächsten Schilden? Dass wer sich das Spiel anfangen hat lassen. Ich finde sowas total sinnlos. So, da ist noch eins. Schön, gut. Die Spinne. Ah, es geht also bei viel Füßen auf den Rand. Schauen wir den etwas dynamischer hin. So, wie komme ich jetzt da hin? Was sagt denn überhaupt die Map? Kommen wir da überhaupt rum? Hier ist eine Höhle. Gut, also hier ist eine Höhle.